Okay, er ist da. Mal sehen, ob wir den kriegen. Das ist ein Special Super Duper Special Fisch. Special Super Duper Special Fisch. Bitte, bitte, bitte. Ja! Ein Petrikant! Errungenschaft freigeschaltet. Ein lebendes Fossil. Wir haben ihn. Und ich bin nur dreimal reingegangen. Hallo, Tammy. Rechtzeitig eingeschaltet. Kannst Hallo, du noch mal Inulchen. Ja. das Notenaufzeichen Ja, irgendwie klar. so, Entschuldigung, so Entschuldigung, Entschuldigung. unter Umständen wirklich Es mal tut finden, mir dass ich noch leid. einen zweiten habe? Entschuldigung. Ich schreie schon und vergesse ganz zu schmeißen. Es tut mir leid. Das war echt ganz hibbelig. Also, hier hinten war ein besonderer Fisch und hier hinten heißt, wir sind im Tal der Ältesten, im Lager 8. Und wenn ihr euch dann hier umdreht und hier nach hinten geht, dann ist ja dieser besondere. Bei ihm war es nicht. Da ist da dieser besondere Fisch, da ganz hinten schwimmt er, der ist blau gepunktet, den kann man nicht übersehen, er ist mega groß und leuchtet. Und hier vorne, bevor ihr rausgeht, zieht ihr euch den Gillymantel an. Hier ist manchmal ein Mondgecko, der ist zwar nicht, gibt zwar keine Errungenschaft oder so, aber ich finde den wahnsinnig hübsch und es ist ein besonderer Gecko. Ja, und die sind relativ schnell zu machen. Ich bin jetzt viermal habe ich eine Be Expedition gestartet und abgebrochen und beim vierten Mal war jetzt hier link hinten links, also richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Da hinten zum Beispiel ist ein Gourmet-Thunfisch. Das sind auch ziemlich fette Fische. Fische? Fische? Falls ihr den noch nicht haben solltet, der bringt auch ziemlich viele Erfahrungspunkte. Man muss immer so ein kleines Minispiel machen. Bei der PlayStation ist es Kreis drücken und dann entsprechend links, rechts den Drücker drehen. Dann kriegt ihr hier so einen Gourmet-Thunfisch. Auch so ein Riesen-Oschi. Ja, und jetzt fangen wir noch mehrere Tiere. Ich werde es vermutlich zusammenschneiden, wenn ich Special-Tiere bekomme und euch dann zeigen, wo man die farmen kann, wo man die finden kann. Aber ich streiche jetzt erstmal meine Liste durch. Mondgecko erledigt. Pelikant erledigt. Pelikant, genau. Jetzt gehen wir mal in Koralle, weil dann holen wir uns eine Wackelwurmkönigin und diesen blöden Vogel. Da vorne ist er, seht ihr so? Gillymantel anziehen. Netz ausrüsten. Ranlaufen. Visieren. Da hängt sie. Schwupp. Ah, ich bin so dumm. Das war orange, ich hab gemacht, aber jetzt ist er weg. So. Daneben? Ja. Oh. Das war sehr unglücklich. Ich hätte ein bisschen weiter nach oben zählen sollen, aber ich habe es ja schon zweimal. Aber jetzt wisst ihr, wie es aussieht und wo man sie findet. Und ich bin einfach ein Honk. Entschuldigung. Bankettkredite um ihre Kreise. Toll. Ich höre sie nicht zirpen. Zirp, zirp, zirp. Ich wusste gar nicht, dass die hier sein kann. Doch, Koralle. Ödland und im Wald ist er. Da hat da mal wieder jemand Dusel. Ich hab sie nicht gefangen. Wenigstens Hab sie ja gesehen. nur Die meisten sehen gesehen. sie nämlich nur in der Ödnis. Ich hab sie Ich halt. höre sie. Wo? Hier oben irgendwo. Doch, hat gehört, aber ich glaube, das ist immer noch bei mir, die hinten. Aber ich sehe sie nicht. Mist. Wo ist er? Meine bubbelt nicht mehr oben rum. Meine ist es irgendwo anders. Ich sehe sie, ich sehe sie. Oh mein Gott, warte! Wo bist du lang? Oh, kann ich Wo sie einfangen? bist du? Kann ich sie einfangen? Ich weiß nicht, wo du bist. Also fang sie ein und bleib da stehen, wo du bist. Ich komm zu dir. Ich habe eine blaue Diva, die zweite. Es läuft. Es tut mir leid für dieses Gequietsche, aber. Aber der fällt auf, wenn er mit den anderen rumflattert, ja? Der fällt ist sowas von auf, ja. Okay. Ja, weit ist er da.
Jetzt ist er da. Du stehst immer auf dem Spawnpunkt von dem Typen, habe ich das Gefühl. Aber ich bin doch rumgelaufen. Ein dritter Korallenvogel. Üblicher Name für einen Korallenvogel. Männchen, die sind sehr selten und nur zu Paarungszeit zu sehen. Also, Azura, es tut mir leid, aber du musst jetzt ab in die Verwesung. Es tut mir leid. Da ist er. Warte. Was ist da? Hier im Wald bei mir ist dieser blöde Schwertfisch. Gib, gib, gib. Ja. Das war der falsche. Warte, ich schmeiß. Nee, irgendwie so. Und dann muss ich noch so machen und so und so. Aber der. Hier sind noch 50 Millionen andere schon irgendwie. Und der kann nicht die lieber das haben? Diese blöden. Ich versuche das mal mit dem Köder. Bin ich nah genug dran, dass ich den Fasch mit dem Netz holen kannst? Oh ne, der ist nee, zu weit ist links so, weg. Das ne? ist zu groß, du musst den angeln. Da ganz hinten ist auch dieser Sushi. Putzi. Schon Notleuchtgedings? Ja, hab ich schon geschmissen, ja. Jetzt kommt der falsche. Jetzt kommt auch noch der falsche. Hör doch mal auf. Oh nein. Wenn der abhaut wegen dir, du dummer Drecksfisch hier. Größtes Exemplar. Gourmet-Thunfisch. Ich will den nicht. Geh weg. Jetzt. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, ob ich den schon habe oder nicht. Los jetzt hier, komm. Komm schon. Komm schon. Hab ihn. Königsmarlin, ein Fisch, dessen Kiefer wie ein Schwert geformt ist, lebt in warmen Gewässern und in kalten... Das war zu schnell. In kalten irgendwas anderes. In irgendwas anderes interessiert sowieso keinen. Hauptsache du hast dich wie ich. Und Gillimantel anziehen, weil sonst hauen dich hier diese blöden Kestodons. Und wenn du die hier kalt machst, weiß ich nicht, ob der Fisch abhaut. Hier ist der Jugendhof. Bei mir hier. Dann da oben rumgeflattert. Ich weiß halt nicht, ob der Puke den jetzt für dich verscheucht hat. Ich hab den Phantomflatterling. Der weiß, war bei mir hier. Ja, genau, hier oben. Und dann war nämlich der Puke da und dann hab ich den Puke schnell weggezogen. Ist es der da? Ja, das war. Und ich habe auch noch ein großes Goldkrone. Ein seltener Vogel, der zwar versteinerte Spezies ähnelt, der aber auch nie gesehene Merkmale aufweist. So cool, aber den hat man auch erkannt, muss ich sagen. Der war halt jetzt viel, viel größer als die normalen und der war lila. Ja, geil. Aber der war halt genauso groß, deshalb. Das war ja erfolgreich, alter Falter. Erstmal den Phantomfutzi, ich dachte, den kriege ich nie. Dann machen wir den T-Rex weg. So, hier. Dass das, wenn du schon im Gang runterläufst, dass das dann schon wegfliegt? Keine Ahnung. Die sind doch beide gleich, also, oder? Fange ich jetzt nicht. Da ist sie. Also, die oben fliege. Augurfliege heißt sie. Wenn du bei mir reinkommst, dann kannst du. Also, warte, ich schmeiß. So, und hier ist dann auch nochmal ein Spawn, zwar nicht von diesen Helmkrabben, aber hier gibt's drei seltene Viecher. Auf dem Schwein da hinten kann dieser blöde Vogel rumlaufen.
Das sind Omenfliegen, aber hier gibt es noch eine Specialfliege. Fledermäuse. Ich weiß nicht, ob die Omenfliege jetzt hier lang ist oder anders lang. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Hier lang ist es schon mal nicht. Wir können eine Wackelwurmkönigin. Okay. Ich guck nochmal ganz kurz nach dieser Obenfliege, dann kann ich zu dir kommen. Scheint gerade nicht hier zu sein. Hier kann man auch diesen blöden Fisch holen, den ich. Da ist er. Guck, da hinten ist er. Oh, wenigstens haben wir da Glück. Also dann schmeißt man hier nochmal die Angel ganz nach hinten. Wenn man es hinkriegt, nicht so wie ich. Ja. Da vielleicht zu weit. Warte mal. Weißt du, voll der seltene Fisch. Den kriege ich gleich zweimal. Nein, ich will nicht den. Ich wollte den Special Fisch. Schau mal ab hier. Was will ich so einen goldenen Fisch? Ich wollte jetzt beiß doch an. Shadow ärgert mich immer, das ist normal, das darf er. Gut, der Special Fisch hat absolut keinen Bock. Der denkt sich so, ach, dieser blöde Angel da in meinem Gesicht. Du hast einen Köderkäfer dabei, nimm den mal. Das ist das, was der bevorzugt. Ja, guck mal. Fischi, Fischi, Fischi. So, dann dieses Minispiel wieder. Das ist Gott sei Dank nicht so schwer wie in anderen Fischspielen. Und da haben wir den. Petrikan, schon zum zweiten Mal. Boah, so selten ist er gar nicht. Und dieses dumme Huhn. Da macht man jetzt hier so einen Mantel, schmeißt man sich rüber. Dann geht man hier hoch. Dann geht man hier lang und dann hängt er normalerweise auf dem Schweinchen und dann kann man ihn abkrabbeln. Aber ich hatte bis jetzt noch nie Glück, dass der auf dem Schwein gesessen hat. Aber ich wusste halt nicht, was das Schwein macht, wenn es der Radobahn ankommt. Ich meine, ich habe es jetzt zweimal gefunden, ich finde es wieder. Das Graushuhn hast du schon gehabt? Nein, ich hab's ja heute zweimal gesehen. Das ist da drauf. Ich find das auch wieder. Das ist da drauf. Es ist da drauf? Ja. Das Problem ist, jetzt reingeht es da durch den Tunnel. Wenn du jetzt reingehst, kommst du garantiert wieder raus. Ja? Kannst wieder rausgehen. Dieses Schwein hat mich vorhin genauso getrollt. Du blödes Drecksvieh! Ein legendärer seltener Vogel mit seltsamen Streifen, Gefieder reißt auf dem Rücken eines Symbionten. Ein dummes Oh, ey. Ja, ey. Oder? Kriegst du doch voll die Krise, oder? Du willst da zu den Schweinen reinkrabbeln und du schwörst, oh, da kommt gerade eine Radobahn, gehen wir mal rauf, gehen wir mal gucken. Ja, ist ja alles interessant, ist ja alles voll. Muss man ja up to date sein, was hier die Nachbarn so machen. Bist du da? Ja. Wenn er sich anbeißt, dann bringe ich ihn um. Die Fischi. Bei mir hat er angebissen. Bei mir nicht. Wenn das ist einfach null für den. Ich hab's jetzt 80 Mal vor ihm hingeschmissen. Jetzt endlich. Errungenschaft freigeschaltet. Geheimnis unter Wasser. Dieser Fisch lebt in der Tiefe, kommt nachts zum Fressen nach oben. Die leuchtenden. Ist alles egal. Wir werden jetzt die Qualle machen. Die Errungenschaft von Seliana. Von den Raureifweiten
Und zwar muss man im Lager Gesund, 15 ist langsam, es, auch glaube gut. ich, soll man hinreisen. Dann läuft man hier lang, muss eine Kletterpassage überwinden und dann kann man sie einfangen. Sie kommt nur nachts. Ja, und da muss man wahnsinniges Glück Nee, haben. wo Man bist du braucht noch? den Ghillie-Mantel. Ich habe das gefühlt, ich weiß nicht, ich bin 60 Mal oder so reingegangen. Bei mir, wo bist Und du gerade? ich Bei habe sie mir ist dreimal keiner gesehen und dazugekommen. habe sie nicht bekommen, weil sie an mir Nein, hallo Mitchell? vorbeigeflogen ist und ich sie nicht Hola, hallo einfangen Mitchell? konnte, denn es Hallo, einfach bitte zurück. despawnt. Das war mega schwierig und aufwendig, die Ja. zu kriegen. Deswegen wird es nachher sehr emotional. Ist Deswegen noch voll vertone ich am das gerade auch ein Abmoderieren. bisschen nach. Ich werde, Ja, wenn ich Colli sie kommt zurück. eingefangen habe, unglaublich laut kreischen. Deswegen, wenn ihr das Will ich nicht. nachts anguckt, das Video, dreht schon mal den Ton bitte Ja, du bist leiser genau hier drüber. und ja, oder macht das nicht mit Kopfhörern, auf keinen Fall mit Kopfhörer. Also wirklich, ich Wenn die dreht, will's wo bist du drinne genau haben, weil da? das war Diese so letzte Wand, die emotional. hochfährt, das ist genau da, wo wir Und gehören. für mich, ich habe wirklich lange Direkt dafür über gebraucht. dieses kleine Und Plateau wenn die schon drüber. dreimal an dir vorbeigeflogen ist und du hast sie nicht eingefangen, das ist unglaublich ätzend. Du Nee, musst nee, immer hier die warten, bis letzte es Wand nachts ist ganz ist und hoch. musst die Zeit dann überbrücken. Ich habe es geschafft, indem ich Tiermeister gegessen habe. Das kann man sich entweder farmen oder jetzt gab es ein Event, da hat man das als Gericht jedes Mal essen können, um die Tiere besser zu farmen. Wenn ihr hier schon Quallen seht, dann ist es eine ganz gute, ganz gutes Indiz dafür, dass sie da ist. Je mehr Quallen da sind, desto besser. Und jetzt wünsche ich euch dann viel Spaß bei diesem emotional geladenen Einfangen von der Qualle. Ich habe jetzt nicht Lauf wirklich immer schneller. gesagt, an welchem Spot diese Ist er ganzen da? Tiere spawnen. Ich hoffe, ihr Wo ist er? konntet von der Wir sind ja Logistik nicht im, ein wir sind bisschen im sehen, wo Stream. sie sind. Ich habe es Warte. so gut es geht versucht, sie zu zeigen. Wenn Jetzt ihr ist es sie wieder in nicht dieser genau Behindert-Position. herausfindet, es gibt wirklich wahnsinnig viele Bei mir hast du Leute, die davor auf nochmal YouTube umgedreht und ist genau gezeigt hier haben, hingegangen. wo genau Genau diese Stellen sind, wo man diese besonderen hierhin Tiere fangen gekommen. kann. Ich habe es einfach nur just for fun gemacht und Nicht weil aus ich sie alle Augenhöhe. eingefangen habe, habe ich gedacht, zeige ich es Wir euch sind doch genau einfach umgedreht. mal. Dreht Das sich ist was? was Besonderes. Das sieht nur so aus. Ja, deswegen habe ich das hier gemacht. Die ganzen Leitlande-Sachen, die ganzen Maulwürfe, die habe ich nicht mit in dieses Video reingenommen, weil ich finde, Dir Leitlande ist ernst? nochmal ein extra Thema. Ob das noch kommt, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, die Maulwürfe, die ihr Was ist das für nachher eine? sehen werdet in meinem Haus, Du die kannst da habe ich jetzt jetzt nicht nicht mehr mit machen, in das ist zu dieses Video klein. reingepackt. Und dann wünsche ich euch weiterhin Spaß mit dem So, hoffe, Video. dass sie jetzt nochmal umdreht. Oh, gedreht. Nicht wegdrehen. Stehen bleiben, beobachten. Jetzt kommt sie nämlich genau die Wand hier ran. Ist es noch nicht? Ich hab's. Ich hab's. Und Kann ich dich jetzt irgendwie den Berg runterwerfen? Ja! Es ist besser als ein Sechser am Lotto. Alter! Und wer ist das denn? Muss aufhören zu quietschen. Ich kann nicht, es tut mir leid. Ich fasse den Drücker nicht mehr an. Ich bin so schwitzig, alles läuft weg. Oh mein Gott. Entschuldigung. Ich brauche erstmal ein paar Taschentücher. Ich glaube, ich heule gleich. Das ist so viel für mein Herz. Die armen Nachbarn. Oh mein Gott. Möchtest du dich jetzt bei deinen Eltern bedanken? Mein X-Men, ich muss erst mal speichern, ich kann nicht mehr reden, das tut mir alles leid. Das ist so emotional. Mein Gott. Dino. Bin so am Ende. Meine Ohren, ah! Ich kann nicht mehr, ich muss ja nur speichern hier. Ich bin dann schon einmal Hat fertig. schon gespeichert. Ist Das mir ist egal. die. Ich muss noch dreimal speichern. Mach die nur einmal. Seltenheit 4 am Arsch. Es war die seltenste Kacke, die ich jemals machen musste.
Oh mein Gott, ich hab die Errungenschaft. Ey. Also wirklich größer sieht die dann auch nicht aus, oder? Vielleicht das gerade so ein bisschen mit meiner Es war eine Nebenbei. Goldkrone, aber es war, glaube ich, eine kleine Goldkrone. Also es Geh war mal keine. nochmal bei deinem Haustier gucken. Du kannst, bei Y kannst du die Größeneinstellungen sehen. Ja, ich dachte, die könnte kleiner sein, ne? Haustiere. Wenn du über dir drüber bist, dann hier bei Gerade. dir, den oberen ist das dann Dreieck. Kleine Krone Größe. Normale Größe. Ja, ich hab die kleinste. Die kleinste Goldkrone. Gott, den habe ich nur einmal. Den habe ich auch nur einmal. Ja, jetzt muss ich mal gucken. So. Die da kommen da rein. Die super seltenen Leuchtefische. Wo ist denn der Schwertfisch? Königsmarlin war das, oder? Dann Wackelwurm. Haben wir jetzt drei Könige drin? Mondschnecken. Ja, aber nur ein Schmetterling ist drauf. Aber ich sammle den ganz bestimmt nicht nochmal. Er ist sehr hübsch, aber. Nein. Der Phantomflatterling. Der ist hübsch. Guck mal, ja. Und das ist der andere. Der, guck mal, wie klein der ist. Und jetzt guck dir mal das Riesenvieh an. Das ist so groß wie die kleinen, wie die drei Stück zusammen, Alter. Und tatsächlich. Aber der, den ich hatte, war genauso groß wie der normale, der da rumgeflattert ist. Tja, ich habe ja auch eine Goldkrone. Ho, 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 Oder ho. wie machen die hier hin? Nee, dann mache ich mal lieber den hin. Kann ich ja So. jetzt oben meine Flauschhühner und das Kraushuhn hinschmeißen. Das haben wir, das haben wir. Dann gehen wir nach oben. Was holen? Da könnte ich jetzt den Schmetterling hin machen. Der passt gut zu Diva. Oder die komische Fliege. Oder den komischen Adrettenvogel. Oder das schwarze Küken hier. Oder so viel Ja, Auswahl. das ist ja echt schlimm hier. Ich glaube, ich mache das schwarze, weil das ist echt selten. Das Kraushuhn ist ja ein übelster Klops gegen die Flauschhühner. Blaue Diva, guck mal hier. Ich hab dir noch einen geholt. Wenn die zusammen rumchoppen. Mein Mondlichtgecko, endlich sind's drei. Wupp. Ein Kraushuhn ist ja nicht so groß, oder? Nee, mein Kraushuhn ist klein und flauschig. Aber das ist trotzdem fetter als die, Und leider kann man nur eine Urzeitmutter. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich habe einen gesehen, die hat, aber da sind zwei rumgeflogen. Hast du nur eine vielleicht? Nee, Nee. ich habe mehr. Ich habe drei, vier, fünf Stück. Nee, mein Kraushuhn hat wirklich eine kleine Krone. Das ist trotzdem riesig. So groß wie mein Kopf. Das ist größer als der Kopf. Was zur? Ich habe einen großen goldenen Fisch. Was ich alles habe, das ist Wahnsinn. Oh, Methunfisch, machen wir hier. Boah, sind die riesig, Alter. Nee, die Goldfische sehen aber auch hübsch aus. So, einmal ein bisschen umdekoriert. Brauche noch eine Diva. Und vielleicht noch mehr Waldtyrexe. Jetzt geht's los hier. Das und jenes noch und überhaupt Ja, genau. den Rest Mehr bitte auf von und noch diese große Qualle. allem. Guck mal, der ist fast so groß wie ich, Alter. Wer? Der T-Rex. Heilige, der ist ja riesig. Ich habe etwas Angst.
Der sieht nicht hübsch aus, der sieht gruselig aus. Der isst dich. Ja, ohne Witz, der bringt mich um im Schlaf, guck dir mal seine Augen an. Der bringt mich um im Schlaf. Der bringt, ja, oder der frisst die Flauschhühner. Weißt du, am nächsten Tag hast du nur noch 4 Flauschhühner. Am nächsten Tag. Und das hier sieht aus, als ob es alle 5 Flauschhühner gegessen hat. Du bist aber ein echt dicker Woppel. Du siehst gruselig aus. Ich wette, Tammy würde dich wieder voll abfeuern. Bei mir ist ein einziges Gejoppe.